Und bin aus dem Klientenfeld, weil ich selber ADHS betroffen bin. Und eben die, die mich auch kennen, wissen, dass ich gerne mit Symboliken arbeite. Und natürlich habe ich mir überlegt, was für eine Symbolik kann ich Ihnen weitergeben. Häufig kann man Sachen am besten behalten, wenn sie mit Emotionen verknüpft sind. Und im Zusammenhang mit verknüpft sind, bin ich dann auf den gordischen Knoten gekommen. Und der gordische Knoten, die Geschichte besagt, dass ganz viele Menschen kluge Köpfe studiert haben, wie sie den Knoten öffnen. Und auch im Zusammenhang mit ADHS. Also beim ADHS ist es so häufig auch so, dass er einen Hyperfokus kann haben, einen positiven Hyperfokus, der so Denkgefühle hat, wenn er eine Gleichstellung hat und er exzellent kann so eine intuitive Intelligenz abprüfen und etwas Grossartiges hervorbringen. Aber der Hyperfokus kann ja auch negativ sein, wenn es ein Problem ist, wenn etwas belastend ist, wenn es eben so ein Knuddelmuddel gibt. Und der negative Hyperfokus ist ja dann auch ein Festbeissen. Es ist alles wie auch zu nahe. Man hat auch oft zu wenig Distanz. Und der gordische Knoten ist für mich auch ein bisschen symbolisch, dass man auch irgendwie manchmal müsste arbeiten oder dass es eben manchmal auch ein Hosenlob braucht, um aus dem rauszukommen, um nachher wieder die eigenen Weg zu kommen. Und nach der Legende sagt man ja genau, dass der Alexander der Große groß ist und der gordische Knoten einfach so energisch, unkonventionell gelöst hat, einfach mit unserem Schwert dadurch. Und manchmal, wenn man so im Moralisieren ist, so im Kreisen, aber du hast, aber du musst doch, und mit Schuldgefühl und so weiter, wäre es manchmal vielleicht auch gut, so einen Hosenlob zu machen oder eben auch mal ein bisschen einen Cut, einen Schnitt, unkonventionell etwas können zu gehen. Es braucht halt den Mensch auch. Und was mir ja ADHS Plus am Herzen liegt, dass man eben eigentlich schauen, dass es gar nicht zu dem kommt, dass man eben präventiv wirken kann, dass gar nicht mehr das in der Hemmnis hineinkommt immer. Und die Freude ist ganz besonders. Die Vizepräsidentin von ADHS 20 Plus hat sehr viel zu sagen, einen langjährigen Fundus, sehr viel Erfahrung und hat schon ganz viel dürfen auch lernen durchsehen von ihr. Und man sagt eigentlich, die Wissenschaft hört dann aus, wenn es farbig wird. Und ich schätze Ursula da ganz speziell, dass sie einerseits ein Schwarz-Weiß-Denken hat als Wissenschaftlerin, aber andererseits eben auch ein grosses kreatives Denken und weitergeht. Und jetzt bin ich froh, kann ich da den Platz freimachen. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zum heutigen Abend und zu dem Vortrag. Und ich habe gedacht, ich bringe zuerst ein paar Ideen. Nachher machen wir eine Pause und dann wird noch ein Bericht kommen von jemand Betroffenen. Und tun Sie sich Ihre Fragen bitte merken, wo Sie dann hinten dran an mich stellen. Okay, ich habe das Thema selber so gewählt: Empathie versus Selbstfürsorge. Und dann, was wollen die anderen von mir und was will ich, respektive was brauche ich? Als erstes bringe ich einen ganz kurzen Einblick so in die Funktionalität des Hirns. Ich sage, unsere Nervenfasern kann man aufteilen, das habe ich verklärt in der Medizin, in afferente und efferente Fasern. Das heisst, die afferente sind die Nervenfasern, die vom Umfeld uns Botschaften liefern, über das Sinnesorgan natürlich. Und die Efferenten sind die Nervenbahnen, die wieder das Kommando geben, wie man sich verhält nach außen und was man dann hier alles macht. Zwischen den Afferenten und den Efferenten Nervenfasern ist das Hirn. Und das Hirn als sehr komplexe Verarbeitungscomputer, könnte ich jetzt sagen. Und ich schätze es immer noch höher als Computer. Ich sage, das Hirn ist das soziale Organ
und es tut eben dann die Wahrnehmungen, die wir vom Umfeld haben, tut es umarbeiten und führt dann dazu, dass man schlussendlich wieder handelt. Einfach gesagt kann man sagen, man kann das aufteilen Input, das aussen und Neudeutsch, also Neuenglisch, was von aussen reinkommt, ist der Input. Was wieder rausgeht, ist der Output. Es können aber auch Inputs kommen vom Hirn selber, das heisst von seinem Speicher, von seinem Gedächtnis. Und die Inputs vom Inneren, vom Gedächtnis, von unserem Speicher, die sind natürlich geprägt durch die früheren Erlebnisse, die wir hatten. Und das kann so weit gehen, dass die Inputs von innen Realitätscharakter bekommen, das heisst eine vorgestellte Realität. Und ich befasse mich mit ADHS und auch der schwierigen Krankheit, also Schizophrenie. Und bei der Schizophrenie kommen die Inputs vom Hirn und sie werden aber erlebt, als ob sie reell wären. Und ich habe in dem Sinn, ich habe mein Buch mitgebracht, wo sagt ADHS und Schizophrenie, und dort kann ich das Ganze so ein bisschen zeigen, wie es vom ADHS zur Schizophrenie kommen kann. Das muss aber nicht sein. Sie müssen nicht denken, wenn sie das ADHS in ihrer Familie gibt, jeder müsste dann das Schizophrenie nehmen. Das so ein bisschen als erster Abriss, wie es hier nicht funktioniert. Jetzt zum ADHS. Ich tue es aufteilen in ADHS und ADS. In den diagnostischen Büchern wird es meistens noch nicht aufteilt, aber die praktisch mit den Menschen mit ADHS und ADS zu tun haben, die teilen das meistens auf. Als erstes sage ich, ADHS und ADS sind keine Diagnosen, sind keine Krankheiten. Aber sie werden aufgelistet in unserem ISM, das wäre das Englische, unserem ICD, also in unserem diagnostischen Code. Und die Ärzte haben alle Mühe damit, das irgendwie einzuordnen. Und man hört immer mehr Berichte in der Zeitung und in den wissenschaftlichen Heften. Und sie tun es immer noch als Diagnose einordnen. Aber ich sage ganz klar, für mich ist es keine Diagnose. Was sage ich dann? Ich sage, es ist ein Neurotyp, also zwei Neurotypen. ADS und ADHS ist je ein Neurotyp. Und Neurotyp heisst, es ist eine Hirnorganisation, die genetisch relativ stark bestimmt ist. Und man ist sich auch unter den Fachleuten also eigentlich relativ einig, dass ein starker genetischer Faktor hinter dem ADS und dem ADHS steckt. Also in dem Sinn wird die Persönlichkeit von einem Menschen mit ADHS oder ADHS wird von Geburt her über den Neurotyp schon geredet. Und da gibt es Untersuchungen und schon mit einem halben Jahr kann man den Unterschied zwischen den Kindern sehen. Sie sind etwas anders. Sie sind zum Teil ein Schreikinder und alles mögliche, aber auf das muss ich jetzt nicht eingehen. Das ADS aus meiner Sicht führt zum introvertierten Persönlichkeitstyp. Das ADHS führt zum extravertierten Persönlichkeitstyp. Das sind zwei Neurotypen, die Psychologie schon lange beschrieben hat. Aber man hat sie nie verlinkt mit neurologischen Sachen. Also Psychologen sind nicht Ärzte und die haben das einfach beschrieben. Und wir Ärzte suchen natürlich immer dann nach der Ursache. Und das wäre da eben gehen. Ganz kurz, das kennen Sie wahrscheinlich alles. Beide, also das ADS und das ADHS, haben gemeinsam ihre hohe Sensitivität. Und darum sage ich ja Empathie versus Selbstfürsorge. Also sie spüren, was im Umfeld los ist, gehen auf das ein, müssen helfen, müssen darauf reagieren. Und die ADSler, die fressen es dann in der Innen. Und die ADHSler, die reagieren dann eher mit einer aggressiven Abwehr. Aber bei beiden kann es relativ schnell zu einem sogenannten System Overflow führen. Das heisst, all die Inputs, die hier kommen, können sie nicht mehr recht verarbeiten im Hirn. Und dann verstopft es und dann gibt es eine Stressreaktion. Und das ist eben bei den ADSler in der Rückzug, aber viele Gedanken im Kopf. Und bei den ADHSler in der Ausbrechung. Das wären die unterschiedlichen Reaktionen und das sind Reaktionsmuster, die eben schon sehr früh auftreten bei diesen Kindern.
das ADHS, das aggressiv wird, stößt dann viel auf Ablehnung, auf Rückweisung, auf Kritik, auf Aussortieren. Also man gibt ihnen ein Timeout, sie werden aus der Gruppe häufig ausgestoßen. ADSler, wenn die sich zurückziehen, verlieren sie den Kontakt mit dem Umfeld. Das heisst, sie setzen sich nicht mehr auseinander mit dem Umfeld und sie sind nur noch in ihrer Gedankenwelt. Und in der Gedankenwelt machen sie die Rechnung gar nicht erwirkt. Das heisst, sie lernen nicht mehr aus der Interaktion mit dem Umfeld. Und das wäre ja etwas sehr Wichtiges. ADHSler, wie gesagt, die ernten Kopfschütteln, Kritik und sehr viel Erziehungs- und Bestrafungsmethoden. Im Extremfall landet ADHSler dann in Erziehungsinstitutionen und noch extrem, wenn sie erwachsen sind, landet viel im Gefängnis. Das heisst, das Gefängnis hat vermehrt ADHSler. Das weiss man schon, aber man hat es auch noch nicht so genau angeschaut. Bei den ADSler kann es in Richtung Autismus gehen, dann sind sie absolut zurückgezogen und heute sagt man dann zum Teil Asperger. Und man macht dann immer wieder neue Diagnosen und ich sage, das ist einfach eine extreme Form von ADS, die so stark in den Rückzug gedrängt worden ist. Die Mädchen mit ADS, ADHS und ADS, also wir Frauen sind natürlich von der Natur her konditioniert zum können Kinder aufziehen. Das heisst, wir müssen viel Empathie haben, wir müssen uns den Bedürfnissen der Kinder anpassen und da ist die Empathie dann sehr hilfreich. Die Empathie tritt aber auch schon vorher auf und darum merkt man dann oft, Mädchen fallen nicht so leicht auf und man sagt ja, es werden ungefähr 4 Buben zu einem Mädchen oder 5 Buben zu einem Mädchen werden mit ADHS oder ADS diagnostiziert. Also Mädchen fallen meistens nicht auf. Die träumen und die passen sich ihrem Umfeld an. Jetzt, ADHS und ADS sind genetisch festgelegte Neurotypen. Natürlich mit vielen Kombinationen. Also man hat ja noch andere Gene, außer die, die ADS und ADHS bestimmen. Das Gehirn ist ein lernfähiges Organ. Und wenn die Menschen in einem Umfeld aufwachsen, das nicht passt zu ihnen, also wenn das Umfeld geschwächt ist, kann ich auch sagen, wenn das Umfeld geschwächt ist und nicht auf die Kinder eingehen kann, dann passiert, dass dann die Mädchen, aber manchmal auch die Buben, dass die dann sich dermaßen als Umfeld anpassen, dass sie selber zu kurz kommen. Das heisst, sie übernimmt Funktionen, sie werden zu funktionalisierten Kindern, wo im Umfeld alle möglichen ausgleichenden Faktoren haben. Sie übernehmen Verantwortung, sie haben die Verantwortung von den Emotionen ein bisschen beruhigen. Sie haben alle möglichen Verantwortung. Sie übernehmen Verantwortung für ihre Schwester, sie haben Verantwortung für ihre depressive Mutter, sie probieren den aggressiven Vater zu besänftigen, wenn er Alkoholiker ist, müssen sie noch die Wirtschaft holen und so weiter. Also sie werden eingesetzt im Familiensystem. Dank ihrer hohen Sensitivität und Empathiefähigkeit übernehmen sie Funktionen dort, wo die Familie dysfunktional ist und wo das Umfeld bedürftig ist. Und wenn ich eine Mutter frage, welches Kind merkt sich, dass es ihnen nicht gut geht, sagen alle, wir sind alle ein Kind. Also, Mütter können das beobachten. Die Anpassungsleistung, die Menschen mit diesen Neurotypen erbringen für das Familiensystem. Von dem merkt man oft nichts und bis zur Pubertät läuft das relativ ruhig. Häufig gibt es auch in der Schule Konflikte, die Heime vielleicht nicht, aber in der Schule oder auch umgekehrt in der Schule und die Heime nicht. Sobald sie aber in die Pubertät kommen, dann kommt der Autonomieinstinkt in Gang. Und dann drängen die Kinder natürlich, also die Jugendlichen, nach außen und wollen sich eigentlich selber behalten. Und häufig treten dann die schwierigsten Probleme auf und sie können nicht richtig zu ihrer eigenen Persönlichkeit finden. Die ADHSler, die gehen dann eher zu Peergroups, wo sie
sich lösen von der Familie, also die lösen sich oft verfrüht von der Familie. Manchmal schliessen sie sich Banden an, muss nicht immer sein. Und die Mädchen, die sich ja lange angepasst haben, die tun in dieser Ablösungsphase dann oft körperliche Symptome oder Essstörungen entwickeln. Und schlussendlich gibt man dann die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ich tue alle diese Diagnosen aufzählen und ich hole jetzt eine Unterstützung von der genetischen Forschung. Also wir haben eine genetische, gross abgeleitete Studie gemacht und dort hat man gesehen, dass ADHS, Schizophrenie, manisch-depressiv, schwere Depression, wahrscheinlich kommt man eine Zwangsstörung dazu, Autismus und auch Essstörungen, alle die gleichen veränderten Orte, also Genlokus, sagt man dort, haben. Und das zeigt für mich, dass das alles zusammengehört und ich sage dann, ADHS ist die Gen-Grundkonstellation, die zu all diesen verschiedenen Krankheiten führt. Man könnte noch mehr aufzählen, aber so kann ich es beobachten in meiner Praxis. Ich nehme in der Praxis immer ein 3-Generationen-Schema auf, da kann ich immer sehen, wer hier wo da benannt wird und kann dann die Muster auch anschauen. Jetzt gehen wir zum Beziehungsumfeld. ADS-Kinder und ADHS-Kinder, die sind ja in einer Familie und sie sind in der Schule. Und sie stellen höhere Anforderungen an ihr Umfeld. Das heisst, sie sind schwieriger zum Erziehen und dank ihrer Sensitivität, wie ich vorhin gesagt habe, reagieren sie dann auf viele Sachen viel schneller, sodass es ihnen schadet. Die Familie müsste als erstes eigentlich erkennen, die Sensibilität von diesen Kindern wahrzunehmen und auf die eingehen. Und der Pädiater Professor Jenny, der sagt, man muss das Umfeld an die Bedürfnisse und Eigenart von diesen Kindern anführen. Und das ist noch sehr schön gesagt. Man kann nicht einfach nur das Kind behandeln, man muss das Umfeld an sie anführen. Wenn einem das nicht gelingt, also ich denke, die Familie und auch Schulen bräuchten Unterstützung. Wenn einem das nicht gelingt, dann können sich eben psychiatrische Krankheiten daraus entwickeln. In der Interaktion dann zwischen Eltern oder Erzieher und Kind, die haben doch schnell eine Verletzung. Und da wäre es die Aufgabe vom Umfeld, dass man nicht sagt, so kannst du dich nicht benehmen, das geht nicht. Sondern immer zuerst die Verletzung des Kindes validiert. Und erst wenn man die Verletzung des Kindes validiert hat, wenn man gemerkt hat, auf was es da so sensibel ist, warum es so reagiert hat, erst dann muss man Verständnis entgegenbringen und erst dann darf man mit seinen Erziehungsmethoden kommen. Die Erfüllung des Normverhaltens, das wir unseren Kindern einbringen wollen, das steht erst an zweiter Stelle und nicht als erster Stelle. Und meistens sind alle Erzieher schnell darauf ausgerichtet, aber das geht doch nicht, jetzt musst du etwas machen, etc. etc. Und das geht nicht. Man muss sie wirklich zuerst erkennen, ihre Verletzung, und wahrnehmen, um was es geht. Und nachdem die emotionale Verletzung geworden ist und die entsprechend gewürdigt ist, also ernst genommen worden ist, dann kann man mit seinen Regeln kommen. Zwischen ihnen braucht es noch etwas. Eine Pause. Also erst als zweiter Schritt kann man das gewünschte Sozialverhalten, sage jetzt wohlwollend im Kind aufzeigen und auch einfordern. Was nicht heisst, dass das Kind dann gerade folgt und das immer macht, es kann es gar nicht immer, sondern das gewünschte Sozialverhalten muss mehrmals eingeübt werden. Und das sage ich dann immer, auch der beste Tennisspieler hat 2 Anschläge, er darf immer einen Fehlanschlag machen und dann hat er noch mal eine Chance. Bei den ADS-Kindern muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr als 2 Anschläge im Gewehren. Es muss geübt werden. Aber mit der Zeit kann es schon lernen. Man sagt auch, sie sind nicht so gut im Regellernen, weil halt immer wieder ihre Impulsivität dazwischen kommt. Wenn die Eltern, ich mache jetzt einen schnellen Sprung, von innen oder bei irgendwelchen Kindern, die Regeln nicht befolgt haben, wenn niemand den Eltern geholfen hat, dass man sie
an die Bedürfnisse dieser Kinder angeführt hat, dann sage ich, dann müssen sie es als Erwachsene dann nachholen. Also, sie können die Eltern nicht mehr ändern, sie können ihre Kindheit auch nicht ändern, aber sie dürfen dann als Erwachsene alles das, was schiefgelaufen ist, dürfen sie dann für sich selber noch nachholen. Und ich probiere kurz durchzugehen, wie ich das meine. Und das wäre dann der zweite Teil, die Selbstfürsorge. Wenn sich jemand, der eher dazu neigt, sich zurückzuziehen, also im Sinne von ADS, wenn sie sich in Konfliktsituationen zurückziehen und sich gleichzeitig als Versager verurteilen, weil ja ihre Eltern immer sagen, du bringst du nicht, du kannst nicht, wenn du so weitermachst, dann geht gar nicht. Wenn sie sich zurückziehen und verurteilen als Versager und sich sagen, ich bringe nicht fertig, dann müssen sie kurz anhalten und sagen, halt mal und müssen dann über die Bücher gehen. Denn da hören sie die verurteilenden Eltern in sich schwätzen. Und die wollen wir zum Schweigen bringen. Sie müssen ja wieder zu sich kommen und eben, es geht um Selbstfürsorge. Also müssen sie kurz anhalten und dann genauer schauen, was hat mich eigentlich verletzt? Und wie ist der mit mir umgegangen? Und warum hat mich das verletzt? Und wirklich eine genaue Analyse machen, was ist da passiert in meiner Seele? Und wie hängt es zusammen mit meiner Vergangenheit? Und dann schauen, wie könnte ich anders damit umgehen, als sagen, die Welt ist schrecklich, ich will nichts mehr von ihr wissen und ich bin sowieso ein Versager. Also verlangsamen und nochmal über die Bücher gehen. Hilfreich ist natürlich, wenn man das zusammen mit einem Coach oder einem Therapeut macht. Sie müssen also herausfinden, was hat sie so stark verletzt, was sind die Muster aus der Kindheit, Vergangenheit und was, wie könnte ich allenfalls anders mit dem umgehen? Häufig hilft einem auch aufschreiben. Denn wenn man nur darüber nachdenkt, dann dröhnt das so im Hirn und es geht ganz schnell. Hingegen, wenn man aufschreibt, dann verlangsamt man sich ein bisschen und kann auch sorgfältiger mit sich selber umgehen. Dann müssen Sie schauen, auf was verfallen kann ich Ihnen. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, mir geht es ganz schlecht, dann muss er immer krank sein, dann muss man auch Mitleid haben, dann muss man sich selber vernachlässigen und für die Mutter schauen oder dann für seine Vorgesetzte oder seinen Vorgesetzten oder seine Kollegin. Also sie müssen schauen, wo gehe ich rein, wann gehe ich wieder auf allzu viel Empathie und tue mich dabei dann verleugnen, verlieren und vernachlässigen. Was zwingt mich zu einer empathischen Anpassung. Auf welche Fälle gehe ich rein, sodass ich dann immer der Verlierer bin. Sobald Sie die Beziehungskonstellation erkannt haben, dann müssen Sie sich nicht darüber ärgern, dass ich schon wieder reingehe, das bringt nichts. Zurückschauen bringt nichts, sondern dann müssen Sie eigentlich noch vorne schauen und sagen, okay, dort und dort könnte ich wieder in so eine Situation reinkommen und wie mache ich es dann anders? Also, wie wappne ich mich dann gegen diese Situation, dass ich wieder für die anderen schaue, anstatt für mich selber? Wie kann ich dann selbstfürsorgend sein? Wie kann ich Grenzen setzen? Und manchmal besteht die Grenze nur, indem man 2 Sekunden wartet, bevor man reagiert. Also, wie kann ich mich das nächste Mal besser schützen? Und ich zitiere eigentlich immer so stehende Redewendungen. Ich sage, bevor Sie spontan reagieren, konsultieren Sie Ihr Herz. Also, und das Herz können wir auch assoziieren mit Gefühl. Also, fragen Sie Ihr Herz, was braucht es? Nicht unbedingt den Willen. Darum sage ich, was sind meine Bedürfnisse? Fragen Sie Ihr Herz, konsultieren Sie das. Und da zitiere ich jetzt den Saint-Exupéry, der sagt, ohne was bien avec le cœur. Also man sieht nur mit dem Herzen rum. Und das Herz hat ja keine Augen. Nein, es hat keine. Aber im Herz haben wir sehr viel Gefühl lokalisiert. Oder ja, so ist ja unsere Sprache ausgerichtet. Und indem Sie das Herz fragen, müssen Sie ein bisschen anhalten. Da können Sie nicht so schnell reagieren und sagen, ich habe jetzt das gesehen und ich interpretiere es so.
Also, darum sage ich dann auch, konsultieren Sie Ihr Herz und überlegen dann, was sind da die begehrlichen Impulse vom Umfeld und wie kann ich die durchhalten und was brauche ich? Also schauen Sie, was Sie brauchen. Wenn man zu den ADHS geht, die reagieren ja eher mit Aggressionen. Also wenn die System Overload haben, dann können die eher reagieren mit aggressiver Abwehr. Und da, und das haben wir natürlich in unserer Praxis, reagieren Teile so, die Welt ist schrecklich und alles ist blöd und es ist furchtbar. Und darum will ich gar nicht mehr mit dieser Welt zu tun haben. Oder sie verbringen sehr viel Zeit mit Schimpfen, Gott und die Welt, der Nachbar, der Partner etc. etc. In dem Augenblick, wo man nur alle Energie für aggressive Abwehr verwendet, hat man keine Energie mehr zur Verfügung, um für sich zu verändern und sich positiv für sich selber einsetzen auf dieser Welt. Und da muss man dann schauen, ja, verschwende ich Energie, kämpfe ich gegen Windmühlen und was bringt es mir eigentlich? Man kann natürlich tagelang über einen Chef schimpfen, man kann heutzutage auch die Politik schimpfen. Ich habe heute gerade eine Patientin gehabt, die ist als Jugendliche sehr ein lebendiges Mädchen. Und die Mutter hat ihr wahnsinnig eingegangen, dass sie sich nicht mehr getraut hat zu machen. Und heute getraut sie sich auch nicht mehr. Aber sie schimpft über die Welt und wie das alles schrecklich läuft. Und wie sie nicht glücklich werden kann, weil alles so schrecklich läuft auf dieser Welt. Und das ist natürlich, verbietet die Energie, die könnte man besser in sich selber investieren. Und in dem Sinn, müssen Sie sich wieder die Frage stellen, in solchen schwierigen, konflikthaften Augenblicken müssen Sie sich wieder die Frage stellen, was wollen die anderen von mir und möchte ich das erfüllen oder was brauche ich? Ich hatte auch einen anderen Patienten und der schwöhnt sie immer alle Bedürfnisse im Büro zu erfüllen, seiner Frau zu erfüllen und hat sich dann verausgabt und ist verloren gegangen. Gegen das Empathische nach außen und sich ärgern über außen, da kann man Medikamente geben. Die Psychiatrie gibt dort Medikamente, die gibt Antidepressiva. Das heisst in der Regel SSRI, also Medikamente, wo Serotonin mehr kreiselt in den Blut. Und das macht einem dann so eine dickere Haut. Man ist nicht mehr ganz so sensibel, man regt sich nicht so schnell auf. Der hat jetzt die Medikamente abgebaut und hat gesagt, ich habe eine dünnere Haut, ich reg mich viel schneller auf. Vorher bin ich geschützt. Und ich gebe mir jetzt noch 2 Monate Zeit und dann tue ich wieder die Antidepressiva einsetzen. Also, ich finde es natürlich schade, aber die 2 Monate da müssen wir jetzt lernen, dass sie sich selber aktiv die dicke Haut geben und nicht einfach mit medikamentöser Hilfe. Und er hat schon sehr viel gelernt und wir arbeiten weiter daran, dass er das selber kann. Es ist natürlich viel schöner, wenn man es selber meistern kann, wenn man schneller merkt, was einem zu viel wird, wo man drunter kommt, wo man unter den Träger kommt und wo man zu viel Energie für sein Umfeld, also zu viel Empathie hat für das Umfeld, Problemlösungen gibt und selber dabei verloren geht. In dem Sinn, wenn ich wieder zum Anfang gehe, Input und Output, in dem Sinn, ADSler und ADHSler müssen lernen, der Input ins Nervensystem etwas zu drosseln, damit kein System Overload passiert. Und ich mache dann auch mein Bild. Sagen Sie etwas in Ihrem Umfeld, wenn das Wasser da an der Brust steht und nicht erst, wenn es das Wasser da steht. Denn dann verstehen Sie nicht mehr. Dann sind Sie entweder verrückt oder Sie sind verstummt. Also Sie müssen früh genug merken, wenn Ihnen irgendetwas zu viel wird und dann müssen Sie etwas sagen. Und ich muss Sie dann auch aufmuntern, dass Sie sich getrauen, etwas zu sagen, denn eigentlich will man ja angepasst und einfach sein, also ja, dass man halt immer zufrieden ist mit einem. Aber man muss da eben ein bisschen mehr Selbstfürsorge walten lassen. Und darum, wenn man sich anfängt ärgern und das Wasser da steht, dann muss man anfangen reden und etwas machen. Und da unterstütze ich natürlich die Leute, dass sie das machen
Und wenn man es mal gelernt hat und man merkt, es geht ja. Die Heime hat man es vielleicht nicht dürfen, weil die Eltern keine Widerrede zugelassen haben. Aber als Erwachsene im Umfeld dürfen wir das. Wichtig ist dabei, dass man nicht sagt, du bist ein Idiot oder irgendwie, du bist unfähig, sogar nicht zum Chef, sondern in der und der Situation hat das so und so auf mich gewirkt und das hat mich verletzt oder das hat mich eingebunden oder da konnte ich nicht recht arbeiten. Ich hatte letztens eine Situation, da hatte eine Chefin, die ihr gesagt hat, sie müsse etwas auf eine Art und Weise machen, aber sie hat es eigentlich besser gewusst. Jetzt, was mache ich? Gehöre ich zu dieser Chefin, mache etwas falsch? Oder höre ich auf mein fachliches Wissen und dann bin ich ungehorsam. Dann habe ich sie auch gecoacht, dass sie halt der Chefin sagt, ich weiss, das ist deine Vorstellung, aber ich habe es so und so gelernt und ich werde es jetzt so machen. Sie hat es eigentlich, ich habe sie auch ermuntert, dass sie das darf. Sie hat es dann einfach so gemacht, es ist gut rausgekommen und dann war die Chefin auch zufrieden gewesen. Dann muss man natürlich so ein bisschen abwägen, was geht und was geht nicht. Wie ist die Chefin gearbeitet oder der Chef? Und wie viel Mut hat man oder wie viel nicht. Aber wichtig ist, dass man für sich einsteht und nicht sich contre cœur anpasst. Und im Augenblick, wo man sich da eben auseinandersetzt, darf man nicht seinen sogenannten unfähigen Chef bloßstellen, denn sonst hat man natürlich ein Zeug im Rücken. Und ADHSler, ADHSler sind oft sehr spontan. Und wenn etwas nicht passt, wenn sie etwas falsch finden, wird das gerade rausgeflodert. Und wenn es dann ein sensibler Chef ist oder Chefin, dann kommt das nicht gut ab. Und darum muss man zuerst so ein bisschen überlegen, wie sage ich es. Und die Methode ist, dass man zuerst immer die ganze Situation, das System beschreibt und dann sagt, wenn das so läuft, dann macht das mit mir das und das. Und man darf ja immer von sich reden, das ist erlaubt. Das bringt mich in ein Dilemma, das macht mir Kopfzerbrechen, ich kann nicht recht dahinter stehen, dann ich habe die und die Ethik, was auch immer. Oder es verletzt mich, was es dann ist. Also man muss für sich selber eintreten und nicht den anderen verurteilen. Und das liegt dann an so kleinen Würfchen, ob man das gut macht oder nicht. Und das kann man ein bisschen üben. Also ADHSler und ADHSler müssen lernen, den Input ein bisschen abdrosseln, damit sie nicht so schnell in Stresszustand kommen vom System Overload. Ich sage dann manchmal, man muss sich so wie Scheuklappen anlegen, dass man nicht alles sieht. Das Ross ist ein sehr aufmerksames Tier und es ist ein Fluchttier und darum legt man Scheuklappen an, dass es nicht überall anhört. Und das muss man sich halt dann selber ein bisschen anlegen. Das kann man sich ein bisschen antrainieren. Die Leute sagen dann auch, ich kann das nicht, aber man kann es üben. Der ADHSler, der muss schauen, dass er nicht so viel Energie verbraucht mit sich ärgern über alles und mehr wieder auf sich fokussieren und von dort her mehr Selbstfürsorge, indem er die Energie spart mit dem Schimpfen. Sobald man eine bessere Selbstfürsorge an den Tag legen kann, dass man das fertig bringt, dann wirkt sich das sofort aus auf ein besseres Selbstwertgefühl. Also man fühlt sich dann besser. Und wenn ich Leute an mich begleite, die dann so Sachen üben, dann sagen sie, oh, dann ist es mir gut gegangen. Also sie merken es dann. Und wenn sie merken, dass das ihnen etwas bringt, dann wiederholt man es eigentlich. Also da kann man wieder nochmal neu in eine Situation einsteigen. So kann man sich schützen vor Burnout. Also es gibt viele ADHSler und wahrscheinlich auch ADHSler, die in Burnout reinlaufen, weil sie eben so viel Empathie im Job gegenüber, der Familie gegenüber etc. haben. Und auch hier, wenn sie mehr Selbstfürsorge für sich verwenden, dann kommen sie weniger in ein Burnout rein. Also wenn sie weniger stark auf ihre Empathie reagieren und ihre Hilfsbereitschaft. Der Output, das habe ich vorhin schon gesagt, das ist meistens die aggressive Abwehr und die ist Energievergütung. Also in dem Sinn sage ich, und ich komme wieder zum Herz zurück, sie müssen sich wieder das Herz zurück besinnen und anhalten und in einer Zeit, wo alles so schnell geht, wo man alles schnell erledigen muss, da
braucht es oft eine gewisse Überwindung, dass man in einen langsameren Schritt hineinkommt. Jetzt in der Psychiatrie, es gibt immer wieder so Modetrends und einer davon ist Achtsamkeit. Und es gibt x Achtsamkeitsshop, Achtsamkeitsübungen, Yoga-Übungen etc. etc. Die Achtsamkeit an sich muss man nicht unbedingt in ein Seminar gehen für das oder in einen Workshop oder ein Wochenende. Man kann es auch selber üben. Wenn man gerne in so einen Workshop geht, darf man das sicher, also eigentlich gar nicht dagegen. Aber vielleicht haben wir das Geld nicht oder die Zeit nicht. Es lohnt, wenn sie selber achtsam mit sich werden. Und für das, damit man achtsam werden kann, muss man die Geschwindigkeit oben runterholen. Man muss den Moment mehr erleben und im Moment mehr bleiben. Und da sage ich vielleicht noch Folgendes dazu. Sowohl ADHSler wie ADSler haben Tendenz, nicht nur impulsiv zu reagieren, sie haben auch Tendenz, impulsiv zu denken. Und das impulsive Denken, wenn man schlecht gestimmt ist, also ja, wenn man traurig ist, dann geht das impulsive Denken negativ gefährdet eins voraus. Dann denkt, was alles schrecklich passieren könnte, was alles schief könnte gehen, wer alles gegen sie vorgehen könnte, etc. etc. Es wird dann voll negativ gefährdet. Und dann muss ich den Leuten immer sagen, nicht voraus eilen, jetzt bleiben sie da, jetzt sind wir da, bei diesem Schritt. Dann, wenn sie depressiv sind und negativ gestimmt sind, dann sind alle Gedanken negativ. Wenn sie positiv gestimmt sind und in Extremform werden dann manische Depression, also immer manischer Zustand, dann eilen sie voraus, eilen über die Stufe hinweg und verhüdern sich und machen alles Mögliche falsch. Also man muss sie wirklich zurückholen, um im Hier und Jetzt zu bleiben. Und da sich verurteilen. Und da kann es ganz einfache Sachen geben. Schon nur, also die Japaner haben Teezeremonien, wo man ganz langsam das alles macht. Aber sie müssen nicht unbedingt eine japanische Teezeremonie zelebrieren. Sie können auch nur ihren Tee anmachen oder sie können Gemüse rösten oder sie können eine Tasse sorgfältig zum Kasten rausnehmen und anstellen. Sie können Schritt für Schritt durch ihre Wohnung laufen. Einfach langsam. Eine Methode ist auch, dass man das Glas mit Wasser füllt und mit dem Glas dann durch die Stube läuft, ohne dass es ausleert. Dann wenn man haspelt, dann leert es sich auf. Das sind ganz einfache Übungen. Also es geht um Verlangsamen. Und vielleicht bringe ich am Schluss noch ein Beispiel wieder aus der Therapie. Und das ist EMDR, das heißt Eye Movement Desensitization Reprogramming. Und das ist eine Methode, die man anwendet bei Leuten, die Trauma haben, also die in einem Unfall gewesen sind und wo das Trauma immer wieder auf sich kommt. Und im Augenblick, wo das Trauma auf sich kommt, bringt man eine neuropsychologische Übung bei. Und ich mache jetzt nur eine vor, es gibt mehrere. Und das, die ist so, dass man da die Finger vor sich hin hat und ich muss den Finger hin und her bewegen, ich muss mit den Augen den Finger nachschauen und den Kopf muss ich stillhalten. Also ich muss 3 Koordinationsbewegungen machen. Und im Augenblick, wo sie das machen, wo die Bewegung schwätzen kann ich, das ist Output. Aber Input aus meinem Hirn und aus meiner Erinnerung, die kann ich nicht aushalten in dem Moment. Und in dem Sinn schaltet sie sich auf Output, auf eine Handlungsebene und indem sie die Handlungsebene gehen, unterbrechen sie das viele Nachdenken. Die Leute gehen joggen, das ist auch eine Handlungsebene, aber das wird mit der Zeit so automatisch und dann können sie trotzdem studieren. Eine weitere Handlungsebene wäre jonglieren, irgendetwas balancieren, dann, wenn man balanciert, wenn man irgendetwas nachdenkt, dann geht man auch. Im Yoga macht man den Einbeinstand, um sich zu konzentrieren. Es geht eigentlich immer darum, dass man sich wieder mittelt. Und wenn man sich motorisch diszipliniert, um das zu machen, in dem Augenblick kann man nicht nach links und nach rechts und weiss sich nicht lange denken. Man hat eine ganze Therapie aus dem abgeleitet und es gibt alle möglichen Methoden. Aber es ist ich wollte mit dem eigentlich nur zeigen, wegen dem Input und Output. Also wenn ich Output mache, wenn ich motorisch mich koordiniere, ich kann schwätzen, das geht, aber denken kann ich nicht. Und etwas abrufen aus meinem Hirn kann ich nicht. Und das ist, wie die beiden Systeme innerhalb des Hirns so geschaltet sind.
In dem Sinn können sie natürlich, also Musiker gehen dann Klavier spielen, man kann trommeln gehen, einfach aktiv. Und ich sage, ich suche dann mit den Leuten, was könnten sie aktiv für sich machen und natürlich nach Möglichkeit etwas, das ihnen Freude macht. Nicht eine Pflichtübung, sondern etwas, das Spass macht. Und wenn man einen Sport oder ein Musikinstrument oder Singen oder ein Gerät, irgendetwas kann wählen kann, das dem Mensch passt, also wo passt zu dem Mensch, wenn man so etwas kann wählen kann, ist es umso besser. Und in dem Sinn sage ich, und da kommt nochmal ein Konzept, ein neues psychologisches Konzept, wenn wir etwas machen, an dem wir Freude haben, dann stärkt das unser Immunsystem. Wenn wir etwas machen, um den anderen Freude zu machen, dann stärkt das in unserem System nicht. Und da hat man wieder einen schönen Begriff. Wenn man etwas macht, wo man Freude daran hat, dann ist das eudaimonic happiness, also eudynamische Glücklichkeit. Das stärkt das Immunsystem, das macht gesund. Hingegen, wenn man den anderen gefällt und sich seinem Umfeld anpasst, das stärkt das Immunsystem nicht. Vielleicht gibt es Einschaltquoten auf dem Internet, aber das stärkt das Immunsystem nicht. Sämtliche Einschaltquoten macht sie nicht gesünder. Es sieht zwar toll aus, man hat so viele Followers, aber es macht nicht gesund. Also in dem Sinn sage ich, finden Sie etwas für sich, das Ihnen Spass macht. Und ich sage auch sogar, machen Sie etwas, das nur Ihnen Spass macht und gar niemandem etwas nützt. Das wäre eben wieder die Selbstfürsorge. Also ein bisschen mehr Selbstfürsorge in unserer kürzesten Zeit braucht es das eine Weg und das tut immer gut. Und es muss nicht die therapeutische Schule sein oder das, die tun da gerne. Also jeder muss das wählen, was er gerne macht. In dem Sinn hätte ich eigentlich schon gesagt, was ich mir da notiert habe. Und ich wünsche Ihnen, Sie können jetzt überlegen und Sie können mir dann später, also nach der Pause, können Sie mir dann ganz viele Fragen stellen. Danke. Also wir würden jetzt 20 Minuten Pause machen. Wir gehen immer noch mit der Spazi. Aber also, dass man sicher spätestens am 4. vor, können wir einfach wieder an mit dem Erfahrungsbericht. Und ich muss Sie dann wieder zuerst einleiten. Und wir haben sehr viel geplant, gut geplant für heute Abend, aber wir sind auch gefordert gewesen, fest zu improvisieren und immer gut, wenn man beides kann. Und damit sind wir eigentlich auf Kurs. Und das Restaurant ist schon an, wenn Sie etwas trinken wollen.